Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Elite Dangerous. Wir haben uns letztes Mal diesen Sorgon Peterson Hauler wieder mal gekauft, um unser sehr stark geschmälertes Vermögen von 15.000 Credits wieder in den sechsstelligen Bereich zu kriegen, um dann endlich mit der Cobra auf Erkundungstour gehen zu können und in der Hoffnung, das Sonnensystem zu finden. Dahin ist es allerdings mal wieder ein recht weiter Weg, den ich euch teilweise mitnehmen möchte. Und zwar habe ich ja gesagt, ab und zu machen wir mal eine Handelsfolge. Die letzte war schon fast eine, wobei man da ja auch Schiff gesucht hat. Diesmal werden wir uns auch wieder beides angucken. Ich habe mir gedacht, ich nehme diese Kleidung hier, reise damit nach LP98 und mache den ersten Gold-Hin- und Herflug und guck mal, ob ich da nicht irgendwas überfallen kann mit meinem kleinen Hauler. Dazu bräuchten wir allerdings auch eine etwas bessere Waffe, würde ich sagen. Und zwar würde ich da, glaube ich, gerne einen Salvenleder. Aber ich möchte, glaube ich, keinen kardanischen. Ich weiß vor allen Dingen keinen. Oder mal einen Strahlenlese. Vielleicht gar nicht schlecht. So. Der kostet 11. Sollen wir uns den gönnen? Dann sind wir erstmal pleite. Würde ich aber gerne mal testen, wie viel stärker der ist. Ich bin ja eigentlich so ein Salvenleser-Fan. Aber ich denke, ich gönne mir das jetzt mal hier. Und dann haben wir 1000 Credits noch. Das ist natürlich enorm wenig. Müssen wir gucken, dass wir auf jeden Fall ohne Probleme jetzt dahin kommen, wo wir die Kleidung loswerden. Oder ich fliege hier vielleicht einmal. Komm, ich fliege hier noch einmal hin und her. Mit der Kleidung und so weiter. Zu den Fischtipp. Jemand hat mir in den Kommentaren eine Handelsroute vorgeschlagen, die echt gut klang. Zwei Probleme habe ich allerdings dabei. Erstmal gibt es hier in Aibutis keinen Fisch mehr. Das habe ich ja letztes Mal schon traurigerweise festgestellt. Oder er steht jetzt woanders und ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber ich glaube, es gibt keinen mehr. Und das zweite ist, dass ich von Aulin gar nicht nach BD47 springen kann. Habe ich, also zumindest nicht mit vollem Laderaum, habe ich vorhin auch mal eben getestet mit den erwähnten Agrarmedikamente. Die gibt es nämlich Gott sei Dank noch. Ihr wisst ja vielleicht, sonst bin ich hier sehr gerne bei einer Folge Star Trek einfach mit Autopilot bzw. mit Autodocking-Computer semi-AFK hin und her geflogen zwischen Aibutis und Aulin und habe mir da ein bisschen Geld mit verdient. Aber im Moment. Also es geht immer noch. Ich glaube, die Kleidung hatten wir letztes Mal schon getestet. Die brachte, glaube ich, recht viel. Aber leider nicht mehr mit Fisch. Was aber, ich denke, hier in so einem kleinen Raumschiff jetzt auch nicht so der Mega-Nachteil ist. Sollen wir da einmal hinfliegen? Komm, fliegen einmal dahin. Gucken mal, was die Kleidung dort bringt. Packen wir da wieder Medizin ein, soweit wir können. Ups. Na, dann schauen wir uns direkt hier mal den Laser an, wenn ich schon sowieso den aus Versehen mal ausfahre. Den können wir halt durchziehen. Eine ziemlich lange Zeit. Bis der Gegner pulverisiert ist. Boah, der geht aber echt lang. Ich habe nicht mehr Energie in den Waffen. Ah, jetzt haben wir ein thermisches Problem. Sieht nicht schlecht aus. Kann man mitarbeiten, denke ich. So, Fahrwerk einfahren. Warum? Ach, die Raumstation ist doch schon ewig weit weg. Das zählt. Zählt. Kann ich sie doch bestimmt noch sehen. Ach, ich also Innenleben von dem Schiff hier mag ich. Dieses glatte, sterile sieht ein bisschen aus wie ein Krankenhausschiff. Kann man vielleicht demnächst mal dafür benutzen, wer weiß. Wenn der Bus hier draußen ist und ich genug Geld für den Bus habe, werde ich auf jeden Fall eine Busfahrerfolge machen. Muss mal gucken, wie wir das stylisch hinkriegen. Eine kleine Mütze hier oben einblenden oder so. Irgendwas muss ich mir da einfallen lassen. Ja, okay, ich fliege mal nach Aulin Enterprise. Der Hyperraum lässt gerade auch auf sich warten. Und dann schauen wir mal, was die Kleidung dort bringt. Ich meine natürlich, wie viel Geld sie bringt und nicht, ob man damit vielleicht kocht oder Wäsche wascht. Oh, da sind wir.
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, war das das, wo ich letztes Mal hingeflogen bin oder nicht? Da habe ich ja fast 500 pro Kleidungsstück bekommen. Das war natürlich extrem gut. Kriegt man ja sonst kaum. Oh, wir sind viel zu schnell. Viel zu schnell. Reicht das vom Bremsen her noch? Ja. Halbe Geschwindigkeit. Sieht ganz gut aus. Ah, Signal nicht ablenken lassen. Da gucken wir gleich nach, wenn wir dann im LP-System sind. Da werden wir uns ein paar Signale angucken. Wobei da immer die Frage ist. Aber eigentlich muss man sich beim Goldsammeln schon ziemlich drauf konzentrieren. Denke ich. Denn alles andere, was man macht, füllt den Frachtraum nur unnötig. Ich wäre übrigens auch für eine Option, die einem erlaubt, die Panzerung zu verringern und dafür ein paar Frachtplätze zu kriegen. Wäre doch eine schicke Erweiterung für die Legierung vielleicht. Aber generell kommt ja noch einiges dazu, was man mit den Raumschiffen machen kann. So. Da kommt es. Oh, langsam. Nicht Vollgas geben, aber ein bisschen mehr schon. So. Na, hoffentlich habe ich wieder so Glück wie letztes Mal. Ich glaube, letztes Mal habe ich... Ach so, ich muss ja auch drücken, ne? Und langsamer fliegen. Da habe ich 3-4 Mal zwischen, also hintereinander, zwischen den Hin- und Herflug Gold gefunden. Das war echt eine super Story. Danach dann allerdings stundenlang nichts mehr. Aber es war ein guter Sprung zur Cobra. Ich hoffe nur mal langsam, wenn ich hier so die Lags wieder sehe, dass ich das IPv6-Problem bald mal lösen kann. Oder Elite, also serverseitig daran arbeitet. Denn diese, diese Bremsphasen aus dem Supercruise werden dadurch unnötig verlängert. Die sind zwar immer noch nicht so super kurz, generell, also die sind generell noch recht problematisch und wird noch verbessert. Aber die sind auch so noch recht lang. Soll auch auf jeden Fall noch verbessert werden. Aber wie gesagt, das ist ja erst noch die erste Beta-Phase, die meiner Meinung nach eventuell bald enden könnte. Ich hoffe zumindest drauf. Ich bin nämlich echt scharf auf das ganze Zeug, was dazu kommt in der Beta 2. So. 8 Kilometer, ich bin noch viel zu weit weg für eine Andock-Erlaubnis. Haben wir aber schon ausgewählt. Dann geht's. Ich hab ganz vergessen, wie langsam der ist. Mehr Energie wie Antriebe. Ich glaube, 200 ist tatsächlich auch noch wesentlich weniger als die, als der Sidewinder hat. Nächstes Mal, wenn wir eine Cobra sprengen und die Versicherung sich weigert, war wahrscheinlich wegen Eigenverschulden, war wahrscheinlich gar kein Bug. Irgendein Gutachter rausgekommen und gesagt, dieses Schrottding hier sieht so aus, als wenn sie sich leichtsinnig mit einem viel größeren Schiff eingelassen haben und sich dann überhaupt nicht bewegt. Und da bezahlen wir nicht. Oder vielleicht haben wir mal einmal die Prämie nicht beglichen, wer weiß das schon. Ja, vielleicht sind wir auch Opfer von 30 anderen Piloten, die betrogen haben und deswegen müssten die Vorschriften eingehängt werden und nicht da stehen bleiben. Ja, meine Güte, die sind... Oh! Oh, 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 nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich habe keine Landeerlaubnis. Ich dachte, die Warnung wäre hier, weil ich da so lange drin stehe. Wo, raus, 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 ohne draufgehen, ohne draufgehen. Hui. Tja, wenn man so quatscht, ne? Gott sei Dank, ich mache es mal doch noch ganz schön nett hier. Jetzt haben wir wohl eine Strafe. 24 Sekunden. Dürfen wir nicht andocken. Ist aber besser als die Alternative. Die wäre nämlich in 2 Sekunden absolut zerfetzt zu werden. Ach komm, das waren noch 24 Sekunden. Eure Uhr geht falsch. 9, 10, 3, 1, 2, 3. So. Perfekt. Andock-Anforderung gewährt.
Anforderungen gewähren, die mir denn die Anforderungen sollten mir lieber das Andocken gewähren. Ach, nun hat die zu du. War nicht knapp. Alles gut. So. Da ist unser Landeplatz im Sturzflug drauf. Und ab so. Ui, oh. Das war abgesenkt. Gott sei Dank sind Schilde. Ich brauche Schilde im richtigen Leben. Da könnte man viel lustigere Autofahrgeschichten erleben. Ja, stellt euch vor, jedes Auto hat ein Schild. Ach, wäre das schön. Autoscooter auf der Autobahn. Wir brauchen den Warenmarkt. Und wir wollen gerne unsere Kleidung loswerden. Da ist sie. Ja. Noch ein bisschen Plus. Aber nicht so viel, wie erhofft. Aber gut. Ich glaube allerdings, das würde schon reichen für die Versicherung, wenn wir mit dem Hauler drauf gehen. So leicht geben wir uns natürlich nicht zufrieden. Jetzt nehme ich Vorläuferzellen mit. Nein, tue ich nicht. Irgendwas anderes war noch mal, wurde noch mal gesagt, aber ich glaube, das war nicht hier. Weil 6000, ich kann mir nicht mal eine leisten. Da müssen wir doch. Ah, die sind noch im Sale. Wie kein Handel. Agrarmedikamente wollten wir, keine allgemeinen. Oh, da können wir uns gar nicht so viel kaufen jetzt. Egal, nehmen wir die mit. Und dann sollten wir jetzt auch mal ein bisschen vorsichtiger sein, denn immerhin hängt unsere Existenz von diesem 7 Ladungen Agrarmedizin ab, die wir erstmal schnell zurückbringen nach Aibutis. Und dann geht's nach B89 weiter. Wo wir dann nochmal Kleidung hinbringen, denke ich, ja, warum nicht? Kleidung ist schön günstig, da kann man gerade schon schön mit einsteigen. Ja, zu den ganzen externen Handelsprogrammen, die auch erwähnt wurden, möchte ich eigentlich noch nicht nutzen. Bin ich so der Fan von Drittanbieter-Software. Ich hoffe einfach mal darauf, dass es hier vielleicht noch ein bisschen da mehr kommt. Allerdings macht es natürlich auch ein wenig den Reiz vom Handeln hier aus. Nur wenn man sich nicht sicher ist, macht man gerade ein gutes Geschäft oder nicht. Also so kleinere Preistabellen sind natürlich, denke ich, okay. Aber wenn die Preise live verfolgt werden, weiß ich nicht. Wäre, glaube ich, ein bisschen reizlos. Auch wenn es sehr angenehm wäre. Ich traue da den Braten Software nicht so genau. Und ja, ich denke jetzt in der Beta spielt es auch noch gar nicht so die Rolle. Ist ja eh hier alles noch mehr oder weniger just for fun. Spannend wird es dann nachher. Ich hoffe, es kommt auch noch ein bisschen mehr Multiplayer-Interaktion mit rein. Das vermisse ich noch so ein klein wenig. So mit Fremden. Ich meine, sie sind zwar da, sie tauchen ab und zu mal auf dem Radar auf. Man kann sie auch mal ins Ziel nehmen. Ich könnte sie sicherlich auch angreifen, aber irgendwie eine andere Art von Interaktion, wo man zwangsläufig aufeinander trifft, wäre doch mal was. In den Fraktionskriegen wird das sicherlich passieren. Und bestimmt auch gerade da ganz interessant werden. Aber so Missionen vielleicht. Konkurrierende Missionen oder Missionen, wo man zwangsläufig zusammenarbeiten muss mit Fremden, wären doch eine super Sache. Na, also von wegen hier, jag mal den Piraten da und dann tauchen da noch zwei andere Spieler, die gerade genau dasselbe vorhaben, auf. Könnte ich mir schon gut vorstellen. Da müsste man allerdings auch ein System einbauen, bei dem das Kopfgeld der Letzte kriegt, der übrig bleibt und am Kill beteiligt war. Wenn man alle anderen Zeugen vernichtet. Oder bei dem man das Kopfgeld natürlich teilen könnte. Das könnte man natürlich auch machen. Wäre auch gar nicht uninteressant. Aber wenn jeder Zeuge vernichtet ist, dann hat vielleicht eine doppelte Funktion. Entweder man fliegt friedlich weg und teilt sich das Kopfgeld. Oder man teilt den Gegner und fliegt mit dem Kopfgeld friedlich weg. Oder vielleicht mal andere Sachen, eine Geiselnahme oder so, und dann
ist das halt ziemlich schwer und da joinen noch Spieler, die dann tatsächlich auch zusammen belohnt werden. Aber Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall viele und da das Spiel sich ja auch auf den Single-Flug hier beziehungsweise auf das Einzelleben als Piloten spezialisieren will, denke ich, müssen wir sowas auch machen. Früher oder später. Ist halt die Frage, wie gut man das trennen kann, sodass es im Singleplayer dann auch noch möglich wäre. Oder man sagt halt tatsächlich, es gibt die nur solche Missionen. Nur exklusiv im Multiplayer. Was ich, glaube ich, auch nicht so schlimm fänden würde, denn ist ja nahtlos hier ineinander verwoben. Wenn man dann keinen Bock hat, später noch mehr Spieler zu machen, dann macht man entweder diese Mission halt nicht oder geht direkt danach wieder raus. So, ist der Eingang jetzt da oben oder da unten? Nicht so ganz sicher, aber da fliegt was. Da fliegt ein Schweif. Da ist auch der Eingang. Ja, da treibt sich was vor der Station rum. Da gehen wir mal hin. Shango Dock. Haben wir schon. Oh. Ich habe mich jetzt hier nicht übertrieben mit der Dock-Anforderung. Oh, 10 Minuten, das schafft sogar. Schaffe ich sogar mit dem Pickup hier. Ich glaube, ich muss mal, wenn ich noch so eine Folge mache, dann muss ich, glaube ich, mal ein bisschen Country-Musik im Hintergrund laufen lassen. Am liebsten hier das von JBO. Ich möchte so gerne Metal hören. Falls das wer kennt, sehr lustiges Lied. Und wahr. Oh, dann kriege ich bestimmt wieder Probleme mit der GEMA. Lassen wir das. Der Kontakt hat mir gereicht bei meinem Nom Galaxy Stream. Ich meine, warum sollte man nicht hier Markenrechte führen? Aller, egal, lassen wir das. Kein Thema für Elite. Hier sind wir, Gott sei Dank, wahrscheinlich hunderte, wenn nicht tausende von Jahren von solchen abzockerischen Anwalts Anhäufungen, sag ich mal, entfernt und können in Frieden Musik hören und verwenden. Hier ärgern wir uns nur mit richtigen Piraten rum. So. Also was heißt mit richtigen, mit ehrenhaften? Die mit Augenklappen und Schiffen. Wo man sagt, hey, gut, komm, ist halt sein Beruf. So, Warenmarkt. Oh, die, doch, ne, was haben wir bezahlt? 700? Doch, ne, das war ganz gut. Kleidung. Ach. Als halber Ferengi bin ich natürlich voll abgelehnt, hier Kleidung zu transportieren. Wir nehmen nur männliche Kleidung, ganz wichtig. So, jetzt wollen wir aber nach Irani. Machen wir da einen Zwischenstopp. Und gehen Kaffee kaufen. Hui. Na, wenigstens, also hier das außen reinfliegen ist zumindest wenigstens gefahrlos mit dem Ding. Da lässt sich lenken wie eine Eins. Was natürlich auch daran liegen könnte, dass er so langsam ist. Aber egal, wir wollen ja nicht mehr. Oh, wo ist unser Ziel? Ich sehe es noch nicht, wir können springen. Da hinten ist es. Oh, gefährlich nah an der Station. Ich wusste, ich wollte gerade sagen. Pass auf, kurz bevor wir fertig geladen haben, kriegen wir Materie halt. So ein bisschen ausweichen. Hier in den Startenbogen könnte doch ruhig noch so ein paar mehr Piraten geben. Oder Gesetzlose. Die wird man recht selten überfallen. Hatten wir sowieso schon ewig keine Hyperraumunterbrechung mehr, ne? Kann ich mir jetzt gar nicht dran erinnern, wann ich das letzte Mal von der Polizei überhaupt kontrolliert wurde hier. Das war ja sonst eigentlich. Ja, das war den Flug einmal. Vielleicht sind die gerade alle beschäftigt. Das Rechtssystem ist aufgehoben, steht auf Deutsch, kein Rechtssystem.
Oh, die Sonne, die Sonne, die Sonne. Lenken, 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 lenken. So, jetzt den Flug werde ich allerdings mal einmal kurz verkürzen, damit wir noch in LP98 ankommen in dieser Folge. So, da sind wir vielleicht so am Ende der Folge nochmal zwei kleine Informationen aus dem letzten Newsletter. Diesmal nichts Wildes, die Garage wurde nochmal bestätigt und es wird kein Limit geben. Das heißt, ihr könnt eure Schiffe, die ihr so kauft, auf einer bestimmten Station, also auf den größeren Stationen, stehen lassen. Ihr könnt zwar immer noch nur einen fliegen, aber ihr könnt euch im ganzen Universum kleine Schiffe verteilen. Und natürlich zu einer Station zum Wechseln. Wie das mit dem Tod dann aussieht, da bin ich mir nicht so sicher. Ob ihr euch dann zu jedem beliebigen Schiff bringen lassen könnt oder ob ihr dann mit der Sidewinder selber fliegen könnt, das kommt noch. Ich weiß auch nicht, ob es schon in der nächsten Beta zur Verfügung steht, aber es kommt auf jeden Fall. Eine zweite kleinere Information, die ich informieren könnte, ist, der Endpreis steht fest. Der wird 50 Euro betragen für Elite. Und ihr bekommt, wenn ihr jetzt schon in der Beta seid, oder es wird eine Digital Collector's Edition geben, die dann auch zu erwerben ist. Ich glaube, die ist sogar schon im Shop. Bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, sie wäre schon seit dem 12. sogar drin. Und da kriegt ihr halt noch einige Goodies. Und alle Vorbesteller und also alle, die hier in der Beta schon teilnehmen, die bekommen dieses Pack sowieso. Das enthält ein bisschen, also ein Decor zum Draufkleben halt, so ein Zeichen. Stopp, 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 wir sind gar nicht. Ich habe doch gedrückt, warum haben wir keine Landeerlaubnis? Einen extra Paint-Shop und solche, also ein paar optische Sachen, Gimmicks, einen Guide. Das einzig richtig Nützliche bisher, was angekündigt ist, eine Eagle, die man quasi als Sidewinder-Ersatz nutzen kann. Also jeder startet mit einer Eagle irgendwo in einem. Hey, warum kann ich nicht? Was mache ich denn hier? Mit einem Eagle irgendwo in einer Station angedockt. Und das immer. Wieso abgelehnt? Dürfte ich bitte landen? Also habt ihr dann die Option zwischen, hey, ich möchte mit der Sidewinder starten oder hey, mir gefällt die Eagle besser. Dürfen wir da nicht rein, weil die Cobra uns da den Weg blockiert? Kopfgeld haben wir ja nicht, ne? Nö. Übrigens auch noch keinen Rang. Das ganze Rangsystem fehlt noch. Ich hätte auch neuerdings nichts mehr drüber gelesen. Ach komm schon. Ist das jetzt tatsächlich, weil da der NPC-Vogel da den Eingang versperrt? Tja, eine ungewollte Verzögerung. Ich fliege nochmal ein Stückchen zurück. Vielleicht sind wir zu nah dran. Request granted. Da. Also hat damit nichts zu tun, aber ne, aber glaube und so. Ihr kennt das ja. Vierzehn ist da hinten. Perfekt. Anhalten, 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 anhalten. Schön, schön, schön. Ja, ein bisschen zu früh, aber ich bin immerhin nirgendwo gegengeknallt. Sagt er, als er volle Kanne in den Tower fliegt und sein Schiff zerstört. Ja, das wäre ein üblicher Schumbock. Zumindest, wenn ihr meine TS-Kameraden fragen würdet. Tut es bitte nicht. Die lügen. Alle. Immer. So. Kleidung. Oh, hier kriegen wir fast das Doppelte. Hat sich mehr gelohnt, glaube ich, ne? Ich denke schon. So, Kaffee, 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 Kaffee. Ich meine, ich will hier keinen sagen, Kaffee ist toll, aber Kaffee, 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 Kaffee. Oh, wir können gar nicht genug Kaffee mitnehmen. Sollen wir einen Kaffee weniger nehmen und noch ein bisschen... hier gibt es sogar noch Fisch. Aber das meine ich nicht. Obst und Gemüse könnten wir noch einpacken. Noch 3000 über. Das ging da, glaube ich, auch ganz gut in LP. So, jetzt müssen wir rechnen. Oh, ich hab's recht. So. Immer gut, ne, wenn der Informatik schlussendlich sagt, er hasst rechnen. Nein, eigentlich mache ich nicht rechnen. Jetzt wieder, seit mein Sohn damit angefangen hat.
echt lustig. Aber. Wir wollen nach LP98. Und da. Ach, ich hasse dieses mit dem Turbo rausfliegen, aber ich muss es immer machen. Ich habe keine Ahnung warum. Es ist einfach so schick. Wäre schön, wenn man dann geleitet werden würde oder so. Nein. Aber ich habe fast 90% der Fälle gehen ohne RAM. Ohne anderes Schiff zu rammen und dabei drauf zu gehen. Finde ich gut, reicht. So, allerdings mit Tralalarum möchte ich das nicht. Ich hoffe auch, jetzt bleiben wir in LP98-132 von den Piraten verschont. Nicht, dass wir gleich tatsächlich jetzt noch unsere Ladung verlieren, ohne Geld in der Hinterhand. Wie viel haben wir noch? 1000. Das reicht natürlich nicht für einen neuen Haul. Oder? 10%? Nee, nicht ganz, ne? Ich glaube, hätten wir einen Kaffee weniger einpacken müssen. Aber egal, wir haben nicht vor zu sterben. Wir wollen reich werden. Ich habe vergessen zu tanken. Sehr schön. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich getankt habe. Aber, oh, guck mal, da warten schon die Spieler. Das System hier ist echt beliebt mittlerweile. Schnell nach Freeport. Schnell, schnell, schnell. Wir sind Gott sei Dank noch im Cruise. Und ob wir es schaffen, da rechtzeitig anzukommen, das sehen wir in der nächsten Folge. Für dieses Mal verabschiede ich mich für euch. Dann gehen wir nächstes Mal auf Goldjagd und verdienen uns dann unsere Cobra. Ohne Umweg über die Viper, würde ich sagen. Mit so wenig Frachtraum wollen wir nicht arbeiten. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns. Bis dann. Euer Schumbock.